mal. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Es ist nicht grün, ne? Man müsste es noch wärmer machen. Aber ich bin hiermit eigentlich ganz gut gefahren so. Es ist nicht zu kalt, es ist angenehm, aber es ist nicht im Grünen so, aber es ist gut. So, was hatte er denn? Ach, er hatte nur schlechtes Bauchgefühl. Okay, man muss es halt herausfinden. Und Behandlung fehlgeschlagen, aber wenigstens stirbt er nicht. Aber der Arme mit gebrochenem Herz muss er jetzt nach Hause gehen. So, er hier braucht eine Station. Das ist nur eine Sache, die kriegen wir nicht wirklich unter. Wobei hier hinten ein perfekter Platz ist für eine Station. Brauchen wir gleich noch einen Hausmeister? Und der Neue, der dazugekommen ist, kann gar nichts. Schon mal gucken, ob wir Krankenpfleger mit Stationserfahrung haben. Das ist der Fall. Wie ist es mit der Langeweile? Schon schlimm, ne? Brauchen wir ein bisschen Unterhaltung für die Leute. In Form des Bücherregals. Aber auch ein Spielautomat. Das können wir ja in die Mitte stellen. Na. Dahin. Und das beides braucht Personal. Geschenkeladen nicht. Ein Zeitschriftenstand fände ich aber okay. Den können wir da hinstellen. Einstellen, noch einen Assistenten. So, die ist hier nur sehr langweilig, ne, Madeline? Hat vielleicht einen Termin, aber könnte eigentlich auch nur Zustand gelangweilt. Könnte auch irgendwas machen. Ein Buch nehmen, eine Zeitschrift. Oder gelangweilt zur Behandlung gehen, das geht natürlich auch. So, hier ist jetzt aufgeräumt. Pausier mal ganz kurz. Und die Station kriegt gleich eine eigene Heizung. Die wird ziemlich groß. Ja, allein durch die Größe ist sie schon auf Stufe 2. Machen wir das hier hin, die Umkleide. Ich habe nach wie vor nicht herausgefunden, ob zwei Umkleiden irgendwas bringen. So, 4 Bettzimmer. Ich stelle mal wieder 2 hin, aber ich glaube, es bringt nicht wirklich was. Dann haben wir Spind. Nee, da hätte ich ihn nicht. Ich wollte den hier auf die Linien stellen. So. Nachttische kriegt jeder. Heizung mal sehen. Wir können auch einen großen Heizkörper nehmen. Welche dann für den ganzen Raum? Das würde ich jetzt mal bauen und das vergleichen. Ja, das geht. So. Und dann, das ist schon Stufe 3, also von mir aus.
kann das erstmal so bleiben, aber es ist... Moment, doch nee. Da gibt es doch Wandmonitor. Der Rest ist, glaube ich, nur Deko. Aber Wandmonitor könnte hier wirklich helfen. Und nur, damit es schön aussieht. Mhm. So, das ist der Gesundheitsminister, der hier wieder guckt. Und da kriegen wir dann schöne Punkte. Was haben wir denn hier? Frakturstationen brauchen wir. 5 Patienten mit Armleuchter innerhalb von 90 Tagen. Haben wir denn überhaupt schon welche? Also ich sage jetzt erstmal wieder nein, obwohl eigentlich das total gut ist. Ich gucke mal, ob wir bei den Patienten, ob die... Wir haben ja noch gar keine Patienten mit Armleuchter. Können wir also nicht machen. Er sagt immer noch, dass hier Abfall rumliegt, aber ich wüsste jetzt nicht. Ich habe den natürlich hier wieder den Eimer vergessen. Ich drin vorbei, ja. Da war er. Attraktivität, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Dann lass uns mal ein paar Drucke aufhängen. Und über den Betten würde ich so Bilder aufhängen. Und dafür schalte ich dann auch ein anderes frei. So ein kleines Strandgemälde. Das ist ja nicht teuer. Dem ist langweilig. Ach, auf der Station wird auch diagnostiziert. Ernsthaft? Ich dachte immer, dass die hier nur behandelt werden. Und hier ist Behandlung, ne? Wegen Bettengesicht. Aber bei dem musste erst noch geguckt werden. Okay, und hier? Hier doch Bettengesicht. Was können wir denn hier? Können wir dann Zeitschriftenständer in die mit rein so? Könnte die sich aber auch von draußen holen. Ne? Das können wir auch hier hin machen. Wenn es nicht passt. Und dem Telefon, ne, um anrufen zu können. Und Spielautomat. Habe ich Geld? Ja, nicht alle, sondern Unterhaltung, Spielautomat. Direkt neben das Telefon. Ne? Und immer wenn einer telefoniert, pssst. So, erstmal. Da ist jemand geheilt worden, sehr schön. Ja, ich muss interessanter werden. Dem Gesundheitsminister hat es hier noch nicht so sehr gefallen. Die Arztpraxis ist voll, da können wir eine neue einrichten und es sieht so aus, als wenn die auch hier genau in die Ecke passt. Aber da könnte auch was Größeres rein. Was so 4x4 ist. Also machen wir es nicht, sondern machen eine neue Arztpraxis. Halt, wir können ja trotzdem eine Kopie machen. Thank you.
So, was hatten wir weggenommen? Ah, wir haben sogar eine Lampe. Stufe 3. Attraktiv. Warmes. Oh. So ist warm genug. Wobei hier. Gucken, was die Ärztin sagt. Angenehm. Negativ grantig. Wieso? Wegen schlechter Zufriedenheit. Aber das Zimmer gefällt ihr. Wir müssen es nur draußen noch ein bisschen wärmer machen, dass die Leute auf dem Weg hierher nicht erfrieren. So, da fehlt ein kleiner Heizkörper. Ja, so sieht es schon ganz niedlich aus. Was haben wir hier? Reiche mit einem Zimmer Stufe 5. Nee, ich habe dafür keine Zeit. Oder gibt es dafür auch Geld? Also es ist jetzt nicht so, dass ich es ganz dringend brauche. Pausenraum bauen, fällt mir ein, ne? Weil die hat jetzt Pause, ne? Und ist ewig unterwegs, ne? Die muss jetzt hier hingehen, auch dann hier und dann wieder zurück auf Station oder woanders hin. Da geht halt auch Zeit verloren. Wertvolle Behandlungszeit. Was möglicherweise zum Tod von Patienten führt. Probably outlawed sneezing and created a new tax on elbows. Remember, folks. So, gucken wir mal noch nach den Patienten. Hat einen Termin, ist geheilt. Steht Diagnose, Sicherheit 100, aber muss noch mal zum Arzt. Also Arzt muss immer Diagnose stellen. Gucken wir mal, was er hat. Auch Bettengesicht. Wir hatten zu viele Hausmeister, aber wir haben jetzt noch einen, der auch Mechanik hat und dann sowas aufrüsten kann. Hier ist eh gerade keiner da, dann machen wir das nämlich mal. Dann haben wir eine Warteschlange, 2. Okay. Die müssen dann eben kurz warten. Na, immerhin geht's in den Eimer. Ich glaube nicht, dass wir Punkte kriegen, vielleicht aufsteigender Stern. Das ist... Oh. Krankenhaus mit höchstem Prestige. Was haben wir? Heile 8 Patienten mit Monobraue. Nee, weil Monobraue ist auf Station geheilt. Wird auf Station geheilt. Das schaffen wir nicht. Haben wir die überhaupt schon? Nur ist wieder das Gleiche. Wir müssen Marketing machen und dann halt Patienten mit bestimmten Sachen anlocken. Und sagen, hier, bei uns, ganz toll. Wie geht's hier mit der Warteschlange? Inzwischen schon 4 Leute. Weiterbildung können wir noch nicht machen. Tja, und hier. Wir kriegen das sogar hier hin. Ja. Ich baue das da hin und dann machen wir es halt einfach neu, was da fehlt.
Raum. Toilette ist gut. Wie gesagt, hier sollte irgendwas 4x4 hin. Heizkörper ist gut, Unterhaltung, das Telefon sollte hier draußen hin. Spielautomat stelle ich mal da hin. Wartet der etwa? Hat einen Termin auf der Station, sind aber nicht alle Betten belegt. Ich weiß nicht, ob dein Pfleger mehr hilft. Hat der Pfleger. Ja, doch, ich glaube. Ne, Pfleger kann immer nur eine Person behandeln. Aber ich meine, im Augenblick macht er gar nichts mit ihr. Ne? Also er könnte also eigentlich, wenn er jemanden entlässt, was ist das hier? Muss nicht repariert werden. Verschwindet vielleicht so wieder. Ein Bücherregal. Ich vielleicht, also ich hatte ja vorhin schon probiert, aber ich passt halt nichts hin. In die Ecke. Maintenance announcement. Plants need water. Ungültiges Objekt. Ach so, das kann möglicherweise hier gar nicht gebaut werden. Der Bücherregal gehört halt draußen hin. Fehlen ja Snackautomaten, fällt mir gerade ein. Ich kann meinen Trinkbrunnen wenigstens hier hin machen. Mhm. Salz-Snacks. Na, wird hier gleich Durst bekommen. Neben das Pausezimmer wäre eigentlich ein Energy-Drink, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ob die Ärzte sich dann was zu trinken holen hier, sozusagen Energy Drink. Oder ob die auf dem Weg irgendwo hingehen. So, gucken nach der Warteschlange, die ist gut. Wenn wir das hier aufrüsten. Das wäre auch eine Möglichkeit, das dann zu machen. So, was haben wir denn hier? Diagnosebeschluss. Wir brauchen also wieder. Förderung machen wir. Schon wieder die Frakturstation. Ach so. Ich dumm. Dummerchen. Das ist ja ein Notfall. Das heißt, die werden ja angekarrt. Also das heißt, da kommen halt 5 mit Armleuchtung. Armleuchter. Und dann den Rest der Zeit vielleicht nicht mehr. Dann habe ich eine Frakturstation gebaut und nee, ich will das nicht. Patient bitte zu warten. Was haben wir denn noch an Diagnosemöglichkeiten? Achso, psychiatrisch, der könnte da irgendwas haben, ne? Kriegen wir hier noch ein kleines Psychiatriezimmer hin? Sieht nicht schön aus. Machen wir trotzdem. Erstmal. Vielleicht fällt uns da noch was anderes ein. Ein Sichtschutz. Eine Lampe. Diagnosebücherregal. Super. Weiß ich nicht, warum es nicht noch bei anderen gibt. Abfalleimer. Eine Kaffeemaschine. Dem kann man die geben, okay. Und die kann man aber auch ins Pausenzimmer stellen, oder?
Ja, vielleicht in ein größeres. So, da haben wir die Psychiatrie. Arzt haben wir eigentlich schon. Ich würde mal zwei neue einstellen. Einen, der wieder Psychiatrie kann. Die können sich dann abwechseln. Und noch einen mit, ja, für Radiologie oder dann den. Oder sehr vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Naja, ich muss Schluss machen. Mehr Zeit habe ich jetzt nicht. Waren wieder zwei Folgen. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Your car is being taken.